Hallo und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier das Öl beim Öl noch weitergemacht. Das läuft soweit eigentlich alles. Ich habe jetzt hier nochmal einen Pressure Tank hingemacht. Da wird jetzt Methanol gespeichert, damit hier ein bisschen was produziert wird, damit wir auch Residual Gas kriegen, das dann hier im Endeffekt zu Lubricant gemacht wird. Läuft alles soweit. Als nächstes wollen wir mal Richtung Batterien gehen. Das hier. Dafür brauchen wir aber noch Sulfuric Acid, also Schwefelsäure, und die haben wir noch nicht. Wir haben allerdings etwas, das zu Schwefelsäure führt, und zwar ist es hier das, man sieht es jetzt nicht, aber hier das Sulfuric Wastewater. Und davon haben wir auch hier oben noch eine ganze Menge, die einfach gevoidet wird. Also aktuell wird generell die ganze Schwefelsäure wird gevoidet. Erstmal forschen. Bevor ich wieder weitermache, sonst vergesse ich es wieder. Immer ein bisschen forschen. So, hier oben ist es. Hier haben wir Schwefel. Das wird hier unten für den Fertilizer gebraucht. Aber Schwefel können wir auch verwenden, um das Sulfur-Dioxide-Gas herzustellen. Und das können wir dann wiederum verwenden, um Sulfuric Acid herzustellen. Ich denke, das sollten wir jetzt einfach auch mal angehen. So, dann nehmen wir mal diesen Roboport. Der stört mich ein bisschen, dass der immer noch in der Forschung ist. Dann, die Frage ist, wie machen wir das? Sollen wir das Band hier einfach runterziehen? Sollen wir Flüssigkeiten... Sollen wir es erstmal umwandeln? Hier haben wir nicht so viel Platz. Ich meine, zwar früher oder später wird das hier wegkommen. Und wahrscheinlich wird das eher früher sein, denn wir haben nicht mehr so viel. 9K, 11K. 96, der ist fast alle. 76. Das dauert noch ein bisschen. Aber irgendwann ist das Saphirit weg. Dann wird auch hier die Saphirit-Schmelzen weg sein. Ja, schmelzen die Crusher hier, die werden auch weg sein, weil Crusher ohne Saphirit, das macht dann auch nicht wirklich viel Sinn. Das heißt im Prinzip. Im Prinzip hätten wir hier ein bisschen Platz. Ne? Wir hätten ein bisschen Platz. Ich habe hier unten zwar schon mal ein bisschen auch nochmal zusätzlichen Platz gemacht, also zusätzlich mit Landfill hier aufgefüllt. Dass wir könnten es auch hier runterziehen und dann hier das Ganze aufsetzen. Das wäre so die Alternative, weil wir werden so oder so hier unten durchrauten müssen. Das ist im Prinzip spielt es nicht so eine Rolle, wir müssen sowieso hier runter. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Ich denke, wir ziehen das direkt hier ab. Ich denke, wir machen das so. Dann kommt es. Oh. Hier hin. Und dann ziehen wir das hier runter, oder? Ne, es ist eins zu früh. Hier ziehen wir es runter. So, Forschung Stack Inserter. Können wir jetzt eigentlich machen, grundsätzlich? Dann sollten wir dann auch zumindest erforschen. Guck mal, das kommt bis hier runter. Ah, ne. Wobei, das ist kein Problem. Ich dachte schon, da stimmt wieder irgendwas nicht. Und oben wird er auch nur gevoidet, wenn
wenn die Overflow Valve anspringt. Das heißt, wir können das hier eigentlich ohne Sorge tun. Dann können wir direkt auch das andere von hier unten dazu nehmen. Ich denke, das lassen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Keine Pipes mehr. Okay. Dann holen wir uns welche. So, wir machen das hier unten. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Hydroplants. Ich denke, wir machen einfach mal zwei. Haben wir wieder Landfill? Ah, bisschen. Ein bisschen. Dann würde ich sagen, machen wir das hier. So, ihr macht Sulfuric Water Purification. Dann machen wir Strom. Und Licht. Dann das Purified Water brauchen wir, das andere Wasser brauchen wir nicht. Das kann eigentlich geclarified werden. Haben wir noch Clarifier? Natürlich nicht. Sehr schön. Dann das hier kommt auf den Belt. Müssen wir das hier auch ein bisschen anders machen. Warum geht das echt? Wollt ihr mich veräppeln? Wir müssen hier bauen. Es geht nicht anders. Oder wir machen es hier. So, Forschung ist auch wieder fertig. Pickstick. Ne, Robotics. Naja, brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Logistics Train Network. Okay, machen wir das mal. Ja, vielleicht wird das noch wichtig werden. Dann weiter geht es. Wir brauchen Sauerstoff. Sauerstoff kommt entweder aus dem Wasser oder aus der Luft. Ich denke, wir werden es aus dem Wasser machen, weil wir Wasser hier haben. Purified Water, das hier. Das ist ein Chemical Plant. Die können wir jetzt zusammenbauen, glaube ich. Wobei, da reichen eigentlich zwei, glaube ich. Nee, das ist falsch. Wir wollen nicht Purified Water machen, wir wollen hier Elektrolyse machen. Das hier wollen wir, das hier. Das ist nicht in Chemical Plants, das ist in Electrolyzer natürlich. Da machen wir direkt die Mark II, weil die können wir uns leisten. Ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen Plastik loswerden. Ach Mist. Dann sollten wir Stahl holen. Stahl haben wir auch keinen mehr. Und Kupfer auch direkt. Ein bisschen. Ein Stack oder so.
sollte wieder eine Weile reichen. Die Bricks hier stacken sich bis 1000. Keine Ahnung, also die Stack-Unterschiede sind mir noch ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass es so, also wirklich teilweise große Unterschiede gibt. Ich bin der Meinung, die Claybricks sollten sich auch nur bis 200 stacken. Aber gut, oder alles bis 1000. Nee, das ist auch nicht gut. So. Wo sind unsere Electrolyzer hin? Hier. Dann machen wir das so. Bauen Strom. Strom. Wasserstoff wird geflashdeckt. Den Sauerstoff brauchen wir natürlich. Dann kommen jetzt die Chemical Plants hin. Wir machen mal 5. Ah ne, wir können die sogar zusammenbauen. Die haben nur einen Input. Also nur einen Gas-Input. Fast fertig. So. Jetzt ist gut. Jetzt nervt es mich nicht mehr. Und wir haben auch schon fast wieder keine Power Poles mehr. Muss ich dann auch nochmal wieder welche holen gehen. So, hier machen wir das so. Dann das hier unten durch. Sieht auch wieder eher hässlich aus, aber wird wohl funktionieren. So, ihr legt das dahin. Dann haben wir zum Glück nur einen Output. Und jetzt brauchen wir eigentlich für die Schwefelsäure brauchen wir nur noch das Purified Water dazu. Hier müssen wir auseinanderbauen. Wie ist die Relation? Wir machen hier 50 und die brauchen 60. Aber wir machen es mal so. Dann ist das hier bei 2. Das bei 1. Wir brauchen Licht. Und dann machen wir das Wasser. Was fehlt jetzt noch? Also es ist nur das Purified Water, das fehlt. Und wir brauchen Pipes. Also wir müssen noch ein bisschen mehr Purified Water haben. Das heißt, ich sollte vielleicht noch mal ein paar Water Hydroplants herstellen. Dann holen wir uns auch direkt noch ein paar Power Poles.
Wenn wir schon mal hier oben in der Gegend sind. So, der ist immer noch nicht voll, der Pressure Tank. Da wird immer noch fleißig gearbeitet. Dann brauche ich hier noch ein Licht. Und dann brauchen wir Hydroplants. Ich denke, wir machen die hier. Ihr macht einfach das. Da machen wir eine Pumpe. Also ich erforsche jetzt einfach wie wild irgendwelches Zeug raus. Einfach damit wir was forschen, damit wir Ressourcen verbrauchen. Das ist immer sehr wichtig, dass man auch was verbraucht, weil sonst steht die Basis still. So, ich habe es zu nahe gebaut. Mist. Natürlich habe ich es wieder mal zu nahe gebaut. Ärgerlich. Alles nochmal weg. Hier muss es hin. So wird ein Schuh draus. So, wir brauchen einen Clarifier. Hier oben. Und dann müssen wir das Purified Water. Das ziehen wir dann hier so in der Mitte durch. Und da müsste jetzt hier auch genügend Wasser ankommen. Sehr schön. Und wir haben Sulfuric Acid. Das werden wir natürlich in einem Tank zwischenlagern. Ich werde jetzt hier auch ein bisschen Platz lassen, damit wir das noch erhöhen können, wenn wir das denn wollen würden. Ich werde den Tank erst hier vorne bauen. Sehr schön, dann haben wir jetzt in den letzten beiden Folgen, also in dieser Folge und in der letzten Folge, haben wir sowohl Lubricant gemacht als auch Sulfuric Acid. Und das heißt, was wir dann als nächstes tun müssen, sind beide hier unten durchführen, hier nach oben bringen. Und ja, aber das werde ich wahrscheinlich offscreen machen, weil also wir haben das jetzt einmal, habt ihr das ja schon gesehen, bei der Ferric Chloride Solution haben wir das ja schon gemacht und bei den anderen zwei wird es nichts anderes sein. Wir werden Pumpen verwenden, um das Ganze ein bisschen zu pushen. Und ansonsten werde ich das einfach mit Rohren durchführen. Also wirklich nichts, was irgendwie neu wäre. Ja, das Base Mineral Oil, ich glaube, ich auch langsam geht langsam zu Ende, oder? Bald ist der Methanol-Tank voll. Wir haben jetzt auch genügend Lubricant, also das wird eine Weile reichen. Wir brauchen das Lubricant ja eh nur einmal für Motoren und dann für die Belts. Beziehungsweise momentan brauchen wir es vor allen Dingen für die Belts. So, ich denke, wir haben, ja, wir haben wieder einiges erreicht. Das ist schön, immer mal wieder ein bisschen Progress zu haben in jeder Episode. Das
Freut mich natürlich. Ich denke, das macht das Let's Play auch interessanter. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Dann habe ich hier noch ein bisschen mehr. Ja, das war's mit dieser Episode. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.